Das ist ein Stuhl von Vitra. Und das ist ein Sessel von Vitra. Das ist ein Haus von Vitra. Und das ist ein Büro voller Vitra. Vitra kommt von Vitrine. Das ist ein Film über Vitra. Vitra baut Möbel und Häuser und Läden und eine Rutsche. Und das an einem Ort, an dem es wenig gibt, was einen davon abhalten könnte, Möbel zu bauen. In Weil am Rhein. Eigentlich ist Vitra eine Familie aus der Schweiz. Die Fehlbaums. Die Gründer Erika und Willi, ihre Söhne Rolf und Raymond und Raymonds Tochter Nora. Und dann sind da noch die Eames, die Nelsons, die Pantons, die Garys und die ganzen anderen Designpioniere. Aber von vorne. Willi Fehlbaum war ein neugieriger Mann. Deshalb reist der Ladenbauer Mitte des letzten Jahrhunderts nach New York. Dort sieht er einen Stuhl, der ihn so fasziniert, dass er sich fragt, von wem er ist. He said it changed his life. Er lernt Ray und Charles Eames kennen und beschließt, Möbelhersteller zu werden. He really wanted to bring this chair to Europe for people to have, obviously to sell, but also to be, you know, to get this idea. Gutes Design und Gastfreundschaft haben vieles gemeinsam, sagen Charles und Ray. Also trifft man sich öfter. Sohn Rolf reist bereits als Teenager mit nach L.A., als Übersetzer. Trotz der Sprachbarriere entsteht ein tiefes Verständnis für die Arbeit der Designer. The details are not the details, they make the product, ist ihr Leitsatz. 1956 entwickeln die Eames einen Sessel, der zu einem Superstar werden sollte. Die Idee war simpel. Wie sieht ein zeitgemäßer englischer Clubsessel aus? Modern, aber bequem, wie ein gebrauchter Baseballhandschuh. Und noch heute, mehr als 50 Jahre später, fragt man sich bei Vitra: What would Charles say? What would Charles say? I don't care about Charles. Where's Ray? Vitra will Möbel bauen, die es bisher noch nicht gab, und trifft auf Designer, die den Stuhl revolutionieren wollen. Gemeinsam experimentieren sie mit Farben und Formen, Materialien und Herstellungsmethoden, die völlig neu sind. Ihre Entwürfe sorgen bei den Schweizer Konstrukteuren oft für heftiges Kopfschütteln. Très painful. Engineer Egon was always saying that no, there will be problems and disappointments. Oh, it's not possible. So. Shit. Aber nach 4 Jahren Kopfschütteln, zum Beispiel für die Entwicklung des Pantone Chair, werden daraus Objekte, die bis heute unerreichte Klassiker sind und im Museum of Modern Art in New York stehen. It's these kind of constraints and these pressures which I think bring out the best in all of us. Für viele Neues, was Vitra schon immer macht. Vitra baut Läden, große und kleine. Qualität und Design müssen stimmen. Die Herrschaften sind anspruchsvoll. Und Vitra wird immer größer, woran besonders Rolf und Raymond schuld sind. Sie sind besessene Sammler. Vitra hat die größte Stühlesammlung der Welt. Rolf sammelt sie wie andere Menschen Briefmarken. Aber wohin mit den ganzen Hockern, Stühlen und Bänken? 1989 soll der Architekt Frank Gehry ein Heim für die wachsende Sammlung bauen. Das Projekt war ihm zu klein. Also gab es eine Produktionshalle dazu, ein Bürogebäude, das Vitra Design Museum und sogar einen Stuhl. Bon. Zaha Hadid, Alvaro Siza, Tadao Ando, Herzog de Bron und Sana folgten. Pour pouvoir faire ce projet culturel, il lui faut une armée. Mais une armée dans le bon sens du terme. So entsteht über 3 Jahrzehnte der Vitra Campus. There is so much inspiration there for a designer, for us, for all of us. Der Vitra Campus macht aus dem Möbelhersteller endgültig ein Projekt, ein Spielplatz für Designer und Architekten. I feel at home at Vitra. Endlich ist was los in Weil am Rhein. Die Welt und die Menschen verändern sich und Vitra braucht immer neue Stühle und Tische. Zum Wohnen und zum Arbeiten. I do my best. Entworfen von immer neuen Designern. Und viele Leute sitzen auf Vitra. Keith Haring, Grace Jones, Billy Wilder, Kate Moss. Wer sich für Vitra entscheidet, soll ein Leben lang Freude daran haben. Warum kann Vitra das versprechen? Vitra hat die besten Werkzeuge der Welt. Die Hände von Markus Vogelsang und von Daniel Baumann und von Jure Bügel und von Ina Bechtel. This is making a big difference from Vitra to the others. Und weil in einem akribischen Prozess mit den Designern langlebige Produkte entstehen. Und weil diese Produkte aufs Härteste geprüft werden. The German manufacturers are probably more... Don't forget you are Italian. Yeah, but more precise. Don't forget you are Italian. Sometimes. Wenn das alles gegeben ist, dann entsteht ein Original, das seine Reise beginnen kann. Es wird immer weitergegeben, wird mit dem Alter immer schöner und schreibt seine eigene Geschichte. Es ist ein Original. Das Original kommt von...